Guten Morgen. Wie kündige ich meinen Job? Wie komme ich aus diesem Hamsterrad raus? Das ist eine der meistgestellten Fragen und eine der meistgeteilten Sorgen, die ich in meinem Briefkasten habe. Und ich möchte heute dieses Video, es ist eigentlich ein ziemlich krasses Ding, dass ich 1600 Videos gemacht habe, aber konkret zu diesem Thema echt noch nichts gesagt habe. Und das möchte ich heute nachholen. Ich möchte dieses Thema heute hier behandeln. Die Frage ist also, wie kann ich meinen Job kündigen? Ich behandle nicht, dass man... Also die Frage, dass man Freizeit und Arbeitszeit voneinander teilt und sozusagen die eine Arbeit gegen eine andere austauscht und dass die, sag ich mal, dass man diese Einstellung dazu, dass man die verliert. Ich hoffe, das ist allen Menschen bewusst, dass sie, wenn sie Arbeitszeit und Freizeit einteilen, wenn sie diese Klassifizierung machen, dass es dann so ist, dass sie automatisch unbewusst in gute und schlechte Zeit einteilen und die Arbeitszeit minderwertiger betrachten und dadurch sehr viel an Potenzial wegfliegt. Das heißt, ihr habt Lebenszeit und ihr möchtet eure Lebenszeit bestmöglich gemessen an euren Ansprüchen, an euren Wünschen füllen. So, das ist das Erste. Zum einen müssen wir dann direkt über die Wünsche reden, über die Traumbilder, die man hat. Denn oftmals sind die Traumbilder, die man hat, von seinem neuen Job, von seiner neuen Existenz, einfach nur konditioniert durch ein zu viel an YouTube-Videos schauen und zu sagen, ich will genau wie er digitaler Nomade werden. Ich will genau wie er einen, ja, also einen bestimmten Job haben, der mir durch die Videos irgendwie als total ideal erscheint. Oder halt eben durch Bücher, was auch immer. Das heißt, man muss sich erstmal wirklich selber genau fragen, was wirklich der eigene Traum ist, was man wirklich selber möchte. Wenn man sehr viel konsumiert hat in irgendeine Richtung, dann ist die Gefahr groß, dass man dadurch zu sehr geprägt ist. Das solltet ihr tunlichst vermeiden, weil sonst kommt ihr immer von einem Traum eines anderen zu dem nächsten Traum eines anderen und ihr kommt nie dorthin, wo ihr euch bestmöglich verwirklichen könnt. Das ist ernst gemeint und das ist sehr, sehr wichtig. Überdenkt wirklich, ist das euer Traum? Oder ist es einfach nur zurzeit total hip, digitaler Nomade zu sein? Zum Beispiel, das ist ein Berufsbild, was halt sehr, sehr häufig genannt wird. Ich habe dasselbe Problem gehabt, als ich jugendlich war, war die Geldfokussierung und Karriere machen, Big Business und kein 9-to-5-Job, sondern halt einfach selbstständig die Millionen scheffeln ohne Ende und das ist dann richtig cool. Das war nicht mein Traum. Das war der Traum, den ich eingeimpft bekommen habe. Ja, durch so viele erfolgreiche Menschen, die scheinbar glücklich sind. Sind sie aber nicht. Also als erstes solltet ihr herausfinden, was ihr wirklich wollt, bevor ihr euren Job kündigt. Geht in euch, stellt euch ehrlich die Fragen und fühlt in die verschiedenen Alternativen rein. Was wollt ihr wirklich? Und dann kommen wir dann dahin, dass wir Wege finden, dieses auch umzusetzen. Und das solltet ihr in allererster Linie erstmal theoretisch durchdenken. Wie könnt ihr das, was ihr wirklich wollt, irgendeine gewisse Tätigkeit oder ein gewisses Ideal, was ihr anstrebt oder einen gewissen Einfluss, den ihr geltend machen wollt auf dieser Welt, wie könntet ihr das theoretisch umsetzen? Und dabei ist es erstmal überhaupt nicht relevant, wie ihr das realisieren könnt, sondern es geht nur um die Tätigkeit als solches. Das ist der erste Schritt. Was könntet ihr tun, um euren Wunsch, den ihr, der in euch innewohnt, umzusetzen? Das ist der erste Punkt. Und dabei solltet ihr auf keinen Fall an Geld denken, wie ihr das irgendwie
wie das zu Geld machen könnte oder sowas. Nur mal die Tätigkeit. Was möchte ich und welche Tätigkeit kommt dem entgegen? Gibt es eine Freundin von mir, die sehr gerne kuschelt. Die hat sich keine Gedanken darüber gemacht. Sie hat nur gesagt, ich kuschle gerne. Jetzt ist sie professionelle Kuschlerin. Das ergibt sich dann schon meist mit dem Geld. Also, erst theoretisch überlegen, was möchte ich tun und dann eine praktische Tätigkeit dazu finden, wie das umzusetzen ist und unabhängig vom Geld das dann versuchen zu integrieren. Und idealerweise macht ihr das zuerst nebenberuflich. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von Sicherheitsdenken, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen, wenn sie keine Sicherheiten haben, sich unwohl fühlen. Netz ohne Boden. Und Netz ohne Boden? Macht das Sinn? Ist kein Netz da. Also keine Sicherheit. Wie heißt der Spruch? Schon wieder vergessen. Egal. Auf jeden Fall, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Und deswegen ist es durchaus nicht schlecht, die Sicherheit des alten Jobs noch zu haben. Wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist, nebenberuflich diese Tätigkeit einfach probieren. Auch wenn es nur in kleinem Maß ist, die umsetzen und dann zu schauen, macht mir das wirklich Spaß? Habe ich Freude daran? Und ja, das ist dann sozusagen der erste reale Schritt, das nebenberuflich versuchten zu integrieren. Weiter wichtiger Punkt ist, dass wenn man das nicht tut nebenberuflich und tatsächlich den Schritt direkt geht und sagt, okay, ich kündige und ich brauche meine ganze Energie für den neuen Job und ich müsste kündigen, dass man sich dann bewusst wird, dass wir hier in Deutschland, in vielen Ländern auch, aber hier in Deutschland ganz besonders, ein soziales Netz haben. Viele sagen dann, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht der Gesellschaft auf der Tasche liegen. Ich möchte nicht etwas nehmen von der Gesellschaft. Da möchte ich euch etwas erzählen. Möchte ich euch etwas bewusst machen. Diese Gesellschaft hat aufgrund ihrer selbsterhaltenden Strukturen die Individualität, deine Individualität, bis quasi zum Ende der Schulzeit kastriert und beschnitten. Du konntest dich nicht entwickeln, weil die Gesellschaft und ihre selbsterhaltenden Strukturen, insbesondere während der Schulzeit, dich quasi in eine Form gepresst hat, damit du funktionierst, damit diese Gesellschaft, dieses System weiter so besteht. 18 Jahre. Jetzt kannst du entscheiden, ob es nicht ein gutes Recht ist, die Gesellschaft dafür bezahlen zu lassen, dass sie dich wieder repariert, dass du wieder in deinen ursprünglichen natürlichen Zustand zurückkommst. Die Frage muss jeder für sich selber beantworten. Und ob das nun 18 Jahre lang sein muss, so wie die Gesellschaft euch kastriert hat, das müsst ihr auch selber beantworten. Meistens sind 1, 2, 3 Jahre vollkommen ausreichend, um eine Existenz aufzubauen aus dem sozialen Netz heraus. Das ALG 2, das euch auf jeden Fall zusteht, sorgt dafür, dass ihr wirklich fulltime das tun könnt, was ihr wollt. Ich selber bin 2 Jahre lang Arbeitsvermittler gewesen. Das heißt, ich habe direkt beim Jobcenter gearbeitet. Damals hieß das noch ARGE. Ich glaube, in einigen Bereichen Deutschlands heißt das immer noch ARGE. Und da ist es so, wenn derjenige, der einen Traum hat, der eine Selbstständigkeit umsetzen möchte, egal wie abstrus das klingt, dass derjenige unterstützt wird, so denn er wirklich dokumentiert, dass er mit aller Kraft und mit sehr viel Zeitaufwand diesem auch nachgeht. Ihr müsst da normalerweise keine Angst haben, wenn ihr freundlich gegenüber dem Arbeitsvermittler auftretet und in wirklich seriösen Ton und in freundlichen Ton, immer mit einem Lächeln und mit Respekt vor seiner Arbeit, wenn ihr ihm dann darstellt, wie ihr euch selbstständig machen wollt. Und dann muss natürlich auch zu sehen sein, dass es auch steigende Einnahmen gibt. Aber zumindest nach den ersten 1-2 Jahren. Am Anfang ist da noch, wird da gar nicht so geschaut.
So, und die Möglichkeit habt ihr in Deutschland. Das heißt, ihr könnt euren Job kündigen völlig risikolos, weil ALG 2 ist viel mehr als das, was ihr braucht zum Leben. Ich habe ja mein Buch Vegane Welt mit wenig Geld, da habe ich euch gezeigt, wie unendlich viel Geld ALG 2 ist und dass man damit locker 2-3 Personen versorgen kann mit einem Satz einer Person. Und von daher könnt ihr da noch viel Geld in eure Selbstständigkeit stecken. So. Das heißt, wenn ihr das nicht nebenberuflich tun könnt, ja, dann nehmt das soziale Netz in Anspruch. Ja, dann nehmt es in Anspruch. Und wenn ihr dafür eine Legitimierung braucht, dann erinnert euch an den Gedanken, den ich euch jetzt vor ein paar Minuten präsentiert habe. Und wenn ihr das dann tut, tatsächlich eure Berufung nachgeht, was ihr wirklich wollt, dann kommt noch etwas, was man am Anfang gar nicht überblicken kann. Dann kommt so eine innen wohnende Zufriedenheit in euch auf. Da kommt eine Energie in euch auf, die euch zeigt, hey, das, was ich tue, das ist richtig. Und euer Leben macht auf einmal Spaß. Aber euer Leben, eure Arbeit macht Spaß. Ihr habt nicht mehr Freizeit, Arbeit, ihr habt Leben. Und vom Aufstehen bis zum Bett gehen, habt ihr Freude daran, etwas zu kreieren, etwas zu schaffen, kreativ zu sein. Das wohnt in uns Menschen inner. Ich habe da ein Video dazu gemacht. Der Mensch ist zum Arbeiten geboren. Zum Arbeiten, zum etwas schaffen. Jeder Mensch, der nichts schafft für sich, ist unglücklich. Ja? Und daher mein großer Appell an alle Menschen, die mit ihrem Job unzufrieden sind, diese Steps abzugehen, die ich euch heute genannt habe und umzusetzen. Und wenn ihr da noch tiefer vielleicht 1:1 auch mit mir reden wollt, ihr wisst ja, ich biete halt auch immer diese Gespräche an mit mir und da, ich sage das auch immer wieder, die Menschen haben dann immer irgendwie welche Stundensätze im Kopf, wenn wir wissen, was es kostet und so weiter. Ich arbeite vollkommen auf freiwilligen Energieausgleich, auf dieser Basis. Das heißt, wenn ein Mensch kommt, der einfach kein Geld hat, dann hat er kein Geld. Ja? Der wird schon einen Weg finden, seine Energie auszugleichen. Und es ist auch so, dass ich vielleicht nicht jedem Menschen gleich helfen kann. Es gibt einen Mensch, der, wir haben geredet und er fühlt sich überhaupt nicht, dass ihm das irgendwas gebracht hat. Und da hat er natürlich auch nicht, überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwas zu bezahlen oder irgendwie einen Energieausgleich zu schicken. Und wunderbar. Alles wunderbar. Ja? Und es gibt Menschen, die haben was gegen Geld, die finden Geld als Energieausgleich irgendwie so unschön. Die schicken mir irgendwie ein Paket mit irgendwelchen Sachen zum Essen meistens oder was auch immer. Ne? Das heißt, bei mir gibt es keine Stundensätze oder sonst was, sondern ihr könnt einfach ja, mit mir einen Termin ausmachen. Es dauert meistens ein Weilchen, also auch die nächsten 2 Wochen sind schon voll, weil ich auch nicht den ganzen Tag nur diese Gespräche führen möchte, weil ich halt meine Hauptarbeit wirklich da reinstecke in den YouTube-Kanal und oder in Bücher oder in Videokurse, einfach wirklich um viele Menschen zu erreichen. Aber deswegen habe ich mir immer die Regel gesetzt, dass ich pro Woche maximal 4 Gespräche führe. Und ja, also wir finden dann einen Termin und ja, und dann können wir auch da individuell drüber reden. Aber das ist eigentlich nicht notwendig, weil was ich euch jetzt gesagt habe, das ist genau das, was ich euch dann wahrscheinlich auch erstmal als Grund Leitfaden mit an die Hand geben werde, diese Steps abzugehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Motivation geben, Inspiration geben, vielleicht auch Mut, um den Schritt zu gehen und tatsächlich darüber anfangen nachzudenken und das auch zu realisieren, dass ihr eure aktuelle unbefriedigende berufliche Situation ändert. Ich liebe euch, wir sehen uns morgen.